Ich höre auf zu rauchen. Ja, genau. Ja, ich bin hier mit E-Boy Stream. Was geht ab? Was sagst du zu diesem letzten Set? Ich hätte es nicht gewinnen dürfen. Ja, also ich wurde eigentlich nur gebobbt. Oh, naja. Manchmal ist es so. Ich finde halt, manchmal denkst du dir, boah, ich will nicht verlieren, und dann klaust du dich nochmal so richtig rein in das Set. Ja, ich krieg immer noch einen Second Wind manchmal. Ja. Und dann will dann... Also, das war dein Chance übrigens. Damn, this hilarious trap, you're hilarious. Damn, ihr habt mir wirklich geholfen. Das war so funny. Ich hab bekommen so Katzen-Emojis. Spam this Katzi to help your Maxi. Das ist so geil. Der Captain spielt jetzt. Ich will irgendwie nochmal durchsetzen, dass man mich Maru nennt anstatt Marius, aber es wird wahrscheinlich nichts mehr. Marius. Marius oder Marius? Was findest du besser? Oder Maru? Maru. Ja, wenn du dir aussuchen müsstest. Maru zwischen Marius und Marius. Das ist mir gleich. Okay. By the way, what the fuck? Das ist eine Chic. Von Captain Nicky. Beginnt das schon? Nee. Oh, aber Chic gegen. Ich hab das Gefühl, ich sehe irgendwie Luma gerade von mir. Ist das schon das Spiel? I don't know. Ich glaub nicht. Ich glaub schon. Die spielen es ernst. Ich glaub, es ist. Nein, die quatschen die ganze Zeit. Nicht ernst, by the way. Bei Mario hast du da leider aber nichts. Oh mein Gott, Game 1. Gibt's da nicht auch noch irgendwie ein japanisches Wort, was sich auf Mario reimt, was irgendwie ein Tier ist oder so? Haru. kann das schön Kanji. Ja, Konsti hat mir gezeigt, wie man das Kanji schreibt. Also Maru, das benutze ich jetzt immer als Tag. Das ist eigentlich ganz funny. Ach, das ist dieses Tag immer. Das heißt Maru. Funny. Weil ich will immer Low Letter Case Maru haben, aber das gibt's ja nicht. Oh ja, das nervt mich. Ah, oder das Katana, ja. Ich kann, keine Ahnung. Das Katana. Das Katana. Ist das aber bei Konzi auf dem Zimmer? Das ist der Bieröffner. Ups. Fasek hier mit der einzigen richtigen Meinung anscheinend. Corner Weeps, bitte. Corner Weeps. Sag mal, wer war das mit den Weeps? Weeps geht hier. Ja, mal schauen, ob Niki das Pipsqueak-Tutorial sich angeguckt hat, wie man Captain Falcon Edge guardet. Das wäre natürlich sehr nützlich hier. Das kam gestern, raus. Aber ja, das Ding about, das Ding mit der Sheik von Niki, aka die Sheesh, ist, dass er die noch kaum gespielt hat. Er hat jetzt so gerade die Tage so ein bisschen angefangen mit einer kleinen Sheesh-Phase. Und läuft ganz gut. Damn. Er ist halt so ein bisschen, er ist halt der Solid Fundamentals Man, wie Käse ganz gerne sagt. Und da brauchst du nicht unbedingt jeden Charakter 1000 Stunden gegrindet haben, sondern er hat einfach so ein gutes Spielverständnis und ist so gut darin, sich anzugucken, was sein Gegner macht, dass er einfach jeden Charakter als sein Tool nehmen kann. Ich muss auch an Käse denken, weil Käse wurde so hart zerstört eigentlich. Von wem? Von Konsti. Letzten Mal, als ich. Stimmt, ja, good point. Eigentlich ist Konsti kein Slouch in dem Matchup, aber es ist gerade ein bisschen rough. Hat jeden Charakter 100 Stunden gegrindet, machen wir uns nächstes Mal. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass es das erste Mal ist, dass er so schick kriegt. Aber es ist trotzdem fascinating. Wie man jeden Charakter picken kann, einfach alles zerrupt. Ja, ist nice. Ja, Sheik war vorhin der Charakter, gegen den es für mich am closesten war. Da habe ich eigentlich auch fast gewonnen, wenn ich nicht aus Versehen den Schein auf die falsche Seite getroffen hätte. Ich schwöre, die Scheinwecke hätte connected. Die On God. Okay, erstes Game. By the way, Cyric, ich liebe das Spam des Haru. Das finde ich auch sehr funny. Das ist Haru. Hast du schon Spam des Katzi zu Help Your Maxi gesehen? Oder das war Marco. Spam is hilarious. Es ist Flacco. Ja, hilarious. Ja, das ist auch ganz cool.
Kacke. Oh, wird aber generell der Hass, aus. Das Hass-Match auf die Katzen. Ja. Nicky ist das scheißegal. Ich hab legit super dolle Links-Rechts-Schwäche, Michael. Ich hab auch eine Links-Rechts-Schwäche. Ich kann das nicht. Weißt du, vorhin, als du gesagt hast, gib mir mal aus dem rechten. Ja, du hast einen Links-Griff. Ich hab's gesehen. Aber ich hab auf jeden Fall. Du hast so getan, als hätte ich es falsch gefühlt. Respekt für Menschen, die das haben. So. Ja. Weil meine Family hat das auch ganz toll. Das ist immer super lustig, wenn ich mit meinem Onkel damals im Auto saß und man fragt, wo soll ich abbiegen, und der hat dann nach rechts gezeigt und gesagt, links. Ja, das mache ich ständig. Weil ich nur verwirrt. Auf der Navigator bin. Das Lustige ist, die eine Situation, wo alle mal fragen, ob es ein Problem war, weil ich Fahrschule und da war es einfach kein Problem. Also, ich hatte nie bei der Prüfung oder bei der Fahrschule ein Problem. Konsti, ich bin nicht wütend, wie du kannst. Konsti, sei wütender. Das ist wirklich so, Mann. Wenn Konsti wütend ist, That's bullshit. Was geht ab, Chat? Hey, Big Dance! Hey, es ist erstaunlich, dass Konsti besser gegen Falco gerade klarkommt als gegen Sheep. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das hätte ich tatsächlich schon gedacht. Echt, ja? Weiß nicht. Also ich finde es halt sehr viel leichter als Sheep. Also wenn du nicht Sheep mainst, das Matchup zu spielen, versus wenn du nicht Falco mainst, das Matchup zu spielen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du nicht Falco mainst, ist das Matchup schon tricky gegen gute Falcons. Ich bin auch noch dazwischen am besten. Achso, ich hab's gar nicht gehört. Ich kommentiere nicht, ich kommentiere den Chat. Ich dachte, Heide redet einmal mit Dennis. Aber ja, das Matchup ist als Falco ein bisschen tricky gegen gute Falcons, finde ich. Ich habe noch niemand anderen Falken spielen sehen als Konsti. Fun Fact. Hast du Michele nie gespielt? Nein. Spielt Michele immer? Okay, hey, das könnte sein. Erdogan? Das war stark. Oh, das ist kein. Er hat einen Jump. Oh, Niki, verpasst du noch ein paar? Oh, du Mute gibst Zeit wieder. Oh, das könnte das Match sein. Ja. Oh, das war's! Nice! Das ist echt rough. Game 2. Sorry. Chat, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber Konsti lässt sich. Oh, welche Karte? Ja, wir sind 1-1. Unten steht's. Er bleibt Falco, ja. Und es steht unten, weil Jonas das einfach absolut großartig eingerichtet hat mit richtigem Character und. Oh, no, Icy. Oh, die Icy. Ja, da hat er keine Chance. Da hat Konsti noch ein bisschen eine Grudge, weil er das letzte Mal Nicky hat noch, nie als Eisclimbers ein Set verloren. Das auch nie. Wirklich nicht. Also noch gar nicht. Nein, grundsätzlich. Auch nicht auf Smash Ladder damals oder in Hannover. Oder sein Eisclimbers ist unbesiegt einfach. Konsti hat gerade hat No-Tech Neutral gerne abgepackt und ist dann rausgerollt, weil ich hier nicht ready war. Meint ihr, die sehr, sehr miese Stimmung hier im Raum? Die hinter dem Niki daran. Das ist so eklig. Luftfeuchtigkeit. Achso, ja. Yeah. Ich dachte, Windows die Stimmung hier. Ich halt schon Stimmung. Oh, schön abgewartet. Das war das super war clever. Jeder andere hätte da einfach einen Move gemacht. Oh, das war aber sehr stark. Oh, krass. Besser ja. Oh. Nee, ich glaube, der Smash ist stärker. Langsam. Ich glaube, noch ein paar Mal kann er das nicht machen. Oh, wow. Das war so gut. Dazu müsste das noch sein. Nice. Alter, Vicky ist auch konsistent dann, ne? Ja. Ey, ich finde Soko vielleicht ein bisschen ein Hot Take, aber ich finde Soko so hype. Ich sehe ja, Soko auf jeden, super gerne. Auf jeden. Ich weil liebe er so fucking schnell ist. Ja, ja, so sick. Das macht wirklich Spaß, ihn zu sehen. Ja, fast voller See ist. Ja. Und dann hat so diese. Oh, das ist Nana. Oh nein, doch nicht. Okay. Oh, doch schon. Ja, doch schon ziemlich eindeutig. Das ist halt nochmal gekommen mit dem Weekly, weil er halt so, okay, ja, vielleicht kann er noch nach Weekly machen. Habe ich auch gedacht, aber. Ich glaube, Nick hat sich bewusst dagegen entschieden gerade. Aber jetzt mal ganz kurz. Wenn ich bisher Konsti gegen Nick spielen sehe, war das deutlich weniger ausgeglichen. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht immer schlechte Spiele gesehen habe, aber das sieht jetzt gerade ein bisschen ausgeglichen aus als sonst. Ich habe das Gefühl,
da kann was sein. Ich meine, jetzt gerade hat Konsti einen Stock vor Niki, ungewöhnlich. Und normalerweise spielt Niki auch so. Okay, das Main muss der Stock sein, super nah an der Net. Aber ja, stimmt dir schon zu, ja. Oh. Dankeschön, Maxi, das ist lieb von dir. Danke, danke, danke. Danke, danke. Das ist sehr viel ausgeglichener als normalerweise. Ja. Wenn Niki Fox spielt, dann wäre Konsti vielleicht auch schon extra zwei. Ja, wahrscheinlich wäre auch was anderes, ja. Ich meine, Niki ist ein aber die haben heute ein paar Friendlies gegeneinander gespielt und vielleicht hat Niki sich deswegen in seine Strategie geeinigt. Das könnte ja auch sein, wir wissen es nicht. Die haben einige Friendlies gegeneinander gespielt. Da haben wir. Okay, die Zahler dann nicht, aber das war der. Das war schade eigentlich. In der Nana jetzt kriegt das leichter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben das Glück, dass die Oboe alleine auch sehr, sehr schnell ist. Der Crouch Cancel Dash Grab. Oh mein Gott, das war perfekt. Wow. Das ist ja komplett weg und reverse. Nana hat 69. Es kann hier mal. Oh mein Gott, aus der Bär. Sie wirft nach vorne. Aus der Auto Cancel Bär. Oh, direkt Nana. Den Grab einfach gar kein Bock mehr. Das ist der Air Dodge und das war's. Niki hat gerade drei Stocks hintereinander gezogen. Ja. Einfach straight up und Konsti. Weißt du was? Durch und fertig. Niki ist einfach zu. Ich weiß es auch nicht, aber ich schätze, dass Konsti ein bisschen zu sehr mit der Brechstange rein. Ich sehe ihn halt voll auf den Grabs reinfallen. Weißt du? Am Ende auf jeden Fall. Am Anfang war es wesentlich besser, da hat er aber auch besser beide gesplittet. Das ist auch schwer, to be honest, auf Ness. Auf Final. Er ist ein bisschen unterlegen in Position besser spielt. Er hat gemeint, er will auch Peach probieren in dem Matchup, da wäre ich sehr gespannt. Oh, die Puff. Oh mein Gott. Seine Puff ist ridiculous. Ich habe noch nie Nikis Puff gesehen, außer in Clips auf Twitter. Nein, seine Puff ist ridiculous. Mal sehen, ob sie noch mal ein paar Clips gibt. Oh, aber oder das wird die Clips von Konsti. Konsti hat sich schon öfter abfällig über den Matchup geäußert, so wie über jedes andere Matchup auch. Außer über das Beats-Matchup wahrscheinlicherweise. Ja, weil er das einmal gewinnt. Weil er immer gewinnt. Ja, wo er einfach schon gegen Basti und Kellner verloren. Also ich find persönlich das Matchup sehr schwer als Puff. So, wenn du nicht weißt, was du tust, finde ich es sehr, sehr schwierig. Und ich wusste nie, was ich tue in dem Matchup. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Niki das angeht. Ich kann mir vorstellen, dass er hier komplett zerstört wird, aber es ist... Niki ist immer so ein klassischer Lerner, ne? Also ja. So im Spiel, so den ersten, ich gucke mal gerade, denkt man sich so, hui, was geht denn jetzt? Und dann so, ja, so genau. Drei und vier sind immer so völlig überlegen, so hat überhaupt keine Chance mehr, man sieht nichts. Oh, das könnte sein. Seine Interpretation ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also er ist halt auch so die Art Spieler natürlich. Er probiert sich halt, er probiert sich sozusagen offen zu halten, wie er es angeht. Und er reagiert immer darauf, hier zu lesen, was die Gewohnheiten vom Gegner sind und sowas. Und das ist so gegen jemanden wie Konsti dann gar nicht mehr so leicht, weil er halt sehr intuitiv spielt. Ja. Das ist mit den Gewohnheiten nicht so leicht, weil er hat keinen... Konsti macht das auch mehr, also der guckt auch mehr, was der Gegner so hat. Er hat keinen richtig konkreten Gameplay in diesem Matchup, sondern er spielt sehr, sehr intuitiv. Und er ist sehr gut darin, schnell zu reagieren auf Sachen, die passieren. Das ist halt eine große Stärke, die Konsti hat. Bei Niki ist es mehr so, ist er strategisch eine Fähigkeit. Weißt du, nicht wie im Moment, sondern strategisch. Das ist halt so, okay, ich sehe, er tendiert dazu, in der Situation das und das zu machen. Und dann denkt sich Niki eine Antwort dafür aus. Und dann hat er die Antwort halt am Ende des Tages auch parat, in den meisten Fällen. Wie gerade in dem Ice Climbers Match gesehen. Und Konsti, wie gesagt... Ein bisschen mehr Crouch in diesem Match. Also, spielt es sehr aerial, lässt sich sehr viel treffen. Also. Spam also, this Mickey to help out Niki. Also, er lässt sich einfach sehr viel die ganze Zeit treffen. Ne? Aber es ist, wie gesagt, ich finde das Match ultra schwer für Ich finde, wenn ich Wizrobe gegen Agebox sehe, die Sets, die Wizrobe gewinnen, denke ich mir immer so: Hä, was soll Puff machen? Ne? Also. Sieht irgendwie unmöglich. Ich finde, das Commentary ist wieder sehr und Konsti halt mich sehr zurück, weil ich finde, ihr macht das extremst gut und informativ und ich fühle mich gerade selber so ein bisschen gecommentaryt bei euch sozusagen. Das ist doch super nice. Und glaubt ihr was nimmt jetzt Niki? Wir gehen zu Game 5. Niki, bleibt vielleicht Cheat. Peach. Null. Ich denke Peach. Vielleicht Peach. Ich glaube, er geht auf Fox. Er hat einfach keinen Bock mehr. Ich glaub, er hat einen FD schon gepickt. Keinen nehmen, den er schon genommen hat. Er hat FD schon gepickt, deswegen ist Peach vielleicht nicht die beste Wahl. Also dann halt FOD, aber... Vielleicht nimmt er einfach Fox und Cards. Ich sag, er nimmt Fox und hat keinen Bock mehr. Er hätte noch einen Marv vielleicht im Angebot. Er nimmt Pikachu! Okay. Mako, der ist einfach. Konsti ist hoffentlich nicht so abgefuckt davon, dass Niki Kirby sein kleines Spiel spielt. Ist es Kirby? Ey, frag Joscha David. Frag Joscha David Moos, das Matchup ist unmöglich für Falcon. Oh, er hat gewinnen. Random gewählt. Safe. 50-50, wenn du mich. Mhm. Donkey Kong? Nein, no. Ach Quatsch. Nein. Er versucht random zu wählen, aber er will nicht random wählen. Nein, nicht mal. Don't go. Du kannst random wählen.
Okay, Konzi hat ihm zu verstehen gegeben, dass er es scheiße findet. Ich hab noch nichts entschieden. Was hast du gecallt? Was? Dass er Fox nimmt. Noch ist nichts entschieden. Noch ist hier gar nichts entschieden. Geh Peach. Samus. Marv. Marv. Und wir gehen auf F&D. Okay, also er hat sich sozusagen die zweitschlechteste Falcon Stage, abgesehen von FD, in vielen Matchups ausgesucht, weil FD halt nicht mehr zur Verfügung stand. Aber ich traue ihm alles zu, natürlich. Es ist 2-2, das ist das, was Niki gewinnen muss. Oh, was? Wenn Niki das noch getroffen hätte, weil er ja auch übercharged hat und Konzi auch reingegangen ist. Ja. Aber er wollte halt, ich glaube, er... Oh, das könnte... Oh, oh no! Konzi ja. Hat einfach nur schade. Konzi ein bisschen zu später Fastfall für das Nie. Bisschen zu happy, dass es geklappt hat. Er soll den blauen Luigi nehmen. Absmashen kann nur Robin. Natürlich, da sind wir hier mit dem Südwest-Chat. Da wird natürlich Sky Robin nochmal erwähnt, keine Frage. Erklärt mich auf als absolute Nooberin. Es gibt in Hessen, ich glaube, es ist Hessen Sky Robin, ne? Da gibt es halt einen so einen Marsch-Spieler, der die ganze Zeit einfach nur absmasht. Und, das nicht, aber er macht manchmal aus Versehen Upsmash und irgendwie Kombo ist immer in den okay. Tipper. Ah, nice. Das ist die Robin-Kombo. Yes! Er ist einfach dran vorbeigeschlittert. Oh, Robin ist Babu, okay. Sorry, du Mann. Wir wollten dir deinen Robin nicht wegnehmen. Das könnte eine Down-Air sein, aber ja, okay. Es ist eben doch nicht Arthur, der hier an den Kombos sich versucht, sondern es ist am Ende des Tages... Die spielen sehr, sehr gut. Aber wer ist es nicht? Schüttel die Eier, Konzi. Aha. Da kann man sehr schnell mal einfach sterben, wenn man da gefault wird. Oh, kein Jump. Wer war das? War das der Du? Keine Tipps, nein, Rufner. Ich könnte dich auch DQ'en jetzt an der Stelle, sage ich ganz ehrlich. Oh, aber ja, okay, Konzi kommt ein bisschen von der Top-Plattform runter, aber ist weiterhin im Punish von Niki, ja. Das ist halt eine schwierige Situation, das ist nicht schlecht, die Stage dann halt für Niki. Wenn Konzi auf der Top-Plattform ist, die relativ hoch ist und du willst eigentlich nicht über Marv sein, wenn du dann über Marv bist und dann bist du auf der Top-Plattform gefangen, dann musst du dich erstmal wieder runterfinden. Oh. Die Sache ist, Konzi kommt nicht mehr so richtig rein, ne? Ja. Jedes Mal, wenn er reinkommt, dann wird er entweder gesagt oder... ausgepeitscht. Oh, und das könnte schon bald... das sieht nicht gut aus gerade. Oh, das war's. Ist noch in den Tipper reingedriftet, aber ja, Konzi könnte hier an der Stelle eine Kombo kriegen. Und wir sind in Game 5 so of 5. Winners Final ist das schon. Top 3. Und ich meine, das ist schon wichtig ist. Oh, was ist das? Und genauso verhält sich Konsti auch. Konsti! Wow! Beide gerettet, da kann man gar nichts sagen. Leider später. Aber die Awareness von Konsti, dass er noch ganz knapp auf die Stage kommen konnte. So. Downtilt? Das muss es sein. Nein! Konsti kommt zurück. Irgendwie lässt ihm Niki dann doch nochmal noch ein bisschen was. Und Konsti hat auch noch Bock. Das muss man auch sagen. Konsti nochmal einen Drücker lässt, ist gefährlich. Und, ja. Ich habe Konzi schon Kombos machen sehen, da war Niki noch gar nicht in Berlin. Da müssen wir mal gucken, ob er das hier vielleicht hinbekommt. Aber Niki ist natürlich auch, also er kennt Konzi halt auch das Matchup. Konzi ist halt einfach auch schon bei 170, Niki muss nicht mehr so viel machen, ne? Das ist aber auch manchmal eklig für Marv. Für Marv ist das eklig, habe ich gelernt. Das habe ich mittlerweile gelernt, weil der besser ist, wenn derjenige nicht so weit fliegt. Teleportieren wir uns in die Zukunft? Ja, Rollback Rumble. Oh no, der Downtrip von ganz oben und das muss es sein. Und dann holt Niki Game Fuchert. Aber 3 von 5 ist... Out of all people. Ey, und Niki ist den kompletten Character-Roster durchrotiert und hat es geschafft, Konzi zu überwinden. Diese schier unüberwindliche Hürde. Für mich. Ja. Für sonst hier niemand. Ich bin der Einzige, der immer gegen Konzi verliert.